Hallo Leute und willkommen zurück zu Bellride. Im letzten Part sind wir an der Stelle stehen geblieben, wo ich auf dem Hausdach stehe und dieser blöde Wolf da unter mir irgendwo rumlungert, mitten in der Nacht. Und an der Stelle machen wir jetzt auch weiter. Ich bin ja mal gespannt, wie viele von euch sich gefragt haben, ob ich das jetzt heute schaffe oder nicht. Tja, ich weiß es selber nicht und deswegen gucken wir einfach mal nach. Viel Spaß! Oh, und was ich fast vergessen hätte. Let's go! So, mitten in der Nacht. Der Wolf ist da vorne, wie ihr seht. Meine Gesundheit füllt sich langsam wieder auf. Jetzt wollte ich mal ganz kurz gucken. Ich habe doch die Fackel hier dabei. Die tue ich jetzt mal hier auf den Punkt und hole sie mal raus. So sehe ich zumindest ein bisschen mehr. Haben nicht Wölfe Angst vor Feuer? Das dachte ich zumindest mal. Ja, jetzt warten wir mal noch ganz kurz ab, bis meine Gesundheit wieder voll ist. Jetzt weiß ich nicht, was passiert, wenn ich hier runtergehe. Ob ich dann Kampfmucke habe oder nicht, weil wenn nicht, dann düse ich jetzt hier lang, ganz schnell weg von ihm. Wartet mal, wieso kann ich jetzt das Schiff ernten? Ach so. Mein Inventar ist voll. Mist. Aber er ist noch an Ort und Stelle. Jetzt muss ich mal gucken. Ich will eigentlich nichts davon irgendwie wegschmeißen. Dann gehe ich vielleicht mal kurz nach Hause, lege mein ganzes Zeug ab und dann komme ich wieder her. So. Jetzt hoffentlich sieht mich keiner von denen. Weil dann düse ich nämlich jetzt einfach hier so durch. Und ganz kurz nach Hause. Und ich glaube tatsächlich, dass ich mir dann auch mal so ein Typi von mir mitnehme. Der mir dann einfach hilft, weil ich meine, wozu habe ich sie sonst, ne? So, jetzt raus da schnell. Der kann ja dann da auch ein bisschen Schilf sammeln. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Juhu, endlich wieder daheim. So, wisst ihr was? Wir fügen jetzt hier überall kurz noch das rohe Fleisch hinzu, was wir da bekommen haben. Es waren, glaube ich, auch genau 4 Stück. Dann einmal hier zum Lager. Und dann schmeißen wir doch einfach mal alles hier rein. So, die ganzen Felle. Kupfererz, Zinnerz. Die 2 Münzen vielleicht. Und das Schiff können wir auch reintun. Genau, dann habe ich auf jeden Fall genug Platz, um genug von dem Schiff zu sammeln. So, jetzt weiß ich eben nicht, ob das verbrennt oder nicht, aber gehe ich jetzt mal kurz pennen und dann sehen wir uns gleich in der Früh wieder. Wir haben jetzt mittlerweile auch Tag 10 und wieder 5 Tage bis zum Winter. Na, ganz toll. Mach mal die Fackel aus. So, wie sieht es denn jetzt hier mit dem Fleisch aus? Ach so, natürlich ist es noch roh, weil ich bin so ein Dödel. Natürlich, es kann ja auch nicht unroh sein. Es kann ja auch nicht fertig sein, wenn kein Holz drin ist. Füge Holz hinzu. Gut. Dann soll das jetzt erstmal kochen. So, du kannst von mir mal hier 2 Beeren haben und so ein Pilzi. Oh, ich habe irgendwie verdorbenes Essen im Inventar. Dann mal ganz kurz ein Abseilen gehen. So. Hey, wartet mal ganz kurz, was ich gerade... Achso, doch, die Bärenmarmelade läuft auch ab. Gibt es irgendwas, was nicht abläuft? Gucken wir nochmal ganz kurz in den Forschungstisch. Ich möchte ja eigentlich den Bogen... Oder lieber das Reiseschild. Nein, ich möchte den Bogen. Den erforschen wir als nächstes. Oder dafür brauchen wir auch wieder 10 von dem Schilfrohr. Dafür brauchen wir ganz schön viel jetzt, fällt mir so auf. Ich meine, gut, an dem See war genug. Und wenn er dann mitkommt... Dann hoffe ich, dass er da auch was sammelt. So, nehmen wir mal das gekochte Fleisch. Und dann kannst du natürlich auch auf jeden Fall 2 Stückchen davon haben. Ich esse nochmal den Pilz. Und habe ich noch irgendwas, was ich hinzufügen kann? Nein, okay.
dann, mein Guter? Eine Axt habe ich ihm gegeben. Wo hat er die Axt denn? Ich habe ihm doch eine Axt gegeben. Hä? Das verstehe ich nicht. Ich habe eine hier rein. Wieso sind jetzt hier plötzlich drei Äxte drin? Naja. Okay, also mein Guter, dann eben nochmal dasselbe Spiel. Einmal Inventar öffnen, einmal Axt als Waffe nehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich dann die Keule überhaupt noch brauche, wenn die Axt stärker ist. Ich schmeiß die jetzt weg, so schaut's aus. So, und jetzt endlich alle ausgerüstet, dann komm mit mir. Wir gehen jetzt Schilfrohr sammeln. So, jetzt sind wir endlich an dem See angekommen. Und aktuell ist auch zum Glück kein Wolf in der Nähe. Das heißt, wir können jetzt hier... Nee, halt, ich möchte keinen Stock. Na, egal. Ganz gechillt erstmal so viel Schilfrohr sammeln, wie geht. Und ich habe mir überlegt, ich werde ihm das dann in sein Inventar packen. Und dann selber weiter ernten. Dann müsste das ja eigentlich ganz gut klappen. Und ich denke, es geht auf jeden Fall schneller. Okay, Wölfe sind in Sichtweite. Aber noch nicht angriffsbereit. Sehr schön. Okay, mein Inventar ist voll. Dann, hallo, wohin gehen? Wohin du gehen? Möchte ich dir geben, meine ganze Schilf? Okay, er kann leider nicht so viel tragen. Aber immerhin etwas. Gut, dann sammeln wir jetzt weiter. Müsste ich doch eh voll sein, oder? Nee, ich habe noch zwei Plätze. Noch zweimal Schilfrohr. Hier habe ich noch eins übersehen. Sogar zwei. Perfekt. Dann sind wir jetzt voll. Dann düsen wir nach Hause. Feierabend, wie das duftet. Kräftig, deftig, würzig, gut. Pommesche aus dem Ofen raus, frisch auf den Tisch, so ist der Brauch. La 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 la. Oh Mann, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Und ihr haltet euch bestimmt die Ohren zu. Juhu, endlich zu Hause. Ohne Complications. Schilfrohr. Ach so, halt, stopp. Halt, stopp! Bevor ich es da reinpacke, muss ich es natürlich erstmal hier reinpacken. Moment mal. Nee, das ist noch nicht fertig. Schilfrohr hinzufügen. Sehr schön. Und? Er ist fertig. Was möchtest du von mir? Was kann ich denn herstellen? Winterumhang, coole Sache. Dafür brauche ich Leinen. Reisehose. Also ich dachte, ich könnte jetzt hier Seile herstellen. Kann ich aber nicht. Oder? Moment, ich habe ja hier wieder zweimal... Aber hier ist auch nichts mit Seilen. Hier ist auch noch mal was. Ach, hier. Super. Aber ich möchte gern meins sehen. Benötigt Herstellung 2. Mhm, alles klar. Und das braucht Flachs und Hanf. Dann könnt ihr doch mal sammeln gehen, Leute, oder? Du kannst wieder Arbeiter sein. Aber... Gib mir mal kurz deinen ganzen... Dein ganzes Schilf. Das hauen wir dann hier rein. Wunderbar. Super. Dann machen wir hier das Inventar wieder leer. Und gehen dann mal auf Hanfsuche, oder? Ich würde mir eigentlich schon gern den Bogen herstellen, bevor ich zurückgehe. Was ist jetzt schon, was ich gefunden habe an Hanf? Hm,
Da müssen wir wohl nochmal hier weiter düsen. Hier ist nochmal Hanf. Da hinten glaube ich auch. Nee, Salbei ist das. Wo ist denn der Hanf? Salbei, Hanf. War ich da nicht gerade? Und hier irgendwo müsste nochmal Hanf sein. Da. Okay, nice. Dann nehmen wir den ganzen Flachs jetzt auch noch mit. Ach so, das ist Salbei. Mein Gott. Ich möchte doch Flachs haben. Da ist auch noch ein bisschen. Und jetzt ist das Inventar voll. Na klar. Ah, jetzt stellt er her. Gut. Aber halt mal, Leute, ich brauche doch eigentlich eine einfache Schnur, oder? Kann ich das irgendwie abbrechen? Hallo, hör doch auf, ich will doch nicht so viele machen. Aber wartet mal, ich kann ja auch denen eigentlich sagen, dass ich hier eine einfache Schnur haben will. 8 mal 20 Stück. Und dafür brauche ich Flachs. So. Dann sollten die das doch eigentlich machen, oder? Leinsamen. Samen, die zum Anbau von Flachs benötigt werden, können bei einem Kräuterkundler gekauft oder zusammen mit einer Pflanze geerntet werden. Weiß ich nur nicht, wie kann ich die denn pflanzen? Wisst ihr das zufällig? Naja, dann hauen wir die jetzt erstmal wieder rein. Die Hanfsamen auch und den Hanf. Salbei kann rein, genau. So, und die stellen jetzt da die Seile her. Wie viele haben wir denn gebraucht? Beziehungsweise das Schnurding. 8 Stück. Dann brauchen wir, glaube ich, nochmal eine Menge Flachs. So, habe jetzt nochmal ein bisschen Flachs gesammelt. Den tun wir dann gleich hier rein. So. Und die Schnur. Können wir doch einfach mal hier reinpacken. Hier ist nämlich auch schon so eine einfache Schnur. Die nehmen wir mal mit. Ganz kurz schauen. Wo packen die denn die Schnüre hin? Tun die die hier rein? Ja. Nein, Seil. Hö. Halt, stopp. Ach so, ich glaube, die bringen sie gleich runter, ne? Ja. Dann kommt hier noch eine hin, dann brauchen wir noch 2. Dann haben wir den Bogen. Oh, Verband ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das machen wir dann als nächstes. Oh oh, ich warte jetzt gerade hier. Und jetzt steht hier Überfall erwartet. Und zwar rechts steht morgen erwartet deine Siedlung. Ha, Leute, was soll das? Ich möchte einfach nur dieses Banditenlager überfallen. Und jetzt kommt morgen erwartet. Morgen ein Überfall erwartet. Oh Mann. Ist doch nicht euer Ernst. So hässlich. Naja, dann schaffen wir das jetzt aber heute auch wieder nicht mit dem Banditenlager. Schauen wir mal, dass er hier fertig wird und dann würde ich sagen, bereiten wir uns vor. Ich weiß nicht, was mich erwarten wird, aber ja, wahrscheinlich nichts Gutes. Und der Bogen ist fertig, juhu.
Achso, den will ich ja gar nicht jetzt hier sehen. Muss ich für den eigentlich auch Pfeile herstellen? Weil das habe ich jetzt zum Beispiel hier noch nicht gesehen. Gut, Leute, dann forscht mal hier am Verband. Und wir gehen mal schnell hier rauf zu unserer Werkbank. Aha, Pfeile. Och nee, dafür braucht man auch Schilfrohr. Oh no. Den Ulmenkurzbogen. Wir brauchen 2 Schnüre, 3 Holz und 5 Schilfrohr. Dann nehmen wir uns mal 5 Schilfrohr. Hallo? Fünf Schilfrohr. Holz haben wir gebraucht. 2 Schnüre waren es, genau. Und noch ein weiteres Holz. Quatsch. So, hier sind die Schnüre. Davon brauche ich 2. Und noch ein Holz. Haben wir nicht noch irgendwo ein Holz? Nö. Dann holen wir uns kurz noch Holz. So, Bogen, stell dich her. Wir können dabei... Was ist denn das Rückenschlitz? Ist das vielleicht für den Bogen oder für was ist der Rückenschlitz? Müssen wir mal schauen. Ah, ich kann mir auch so einen Köcher herstellen. Dafür brauche ich aber Leinen. Ja, na klar. Natürlich. Und was habe ich nochmal für die Leinen gebraucht? Tun wir mal hier die Leinen rein. Wir brauchen Schilfrohr und Flachs. So viel Schilfrohr, was man braucht. So, ich habe jetzt die Pfeile auch mal in Auftrag gegeben. Aber der Bogen dauert ja schon so lange. Jetzt ist er endlich fertig. Ah, ja, sehr nice. Das ist für den Bogen super. Dann warten wir jetzt, bis die Pfeile fertig sind. So wie ich das gesehen habe, sind es 30 Stück, die ich mir jetzt herstelle. Bin mal gespannt, ob das dann tatsächlich so ist. Fertig. Ja, genau, 30 Stück. Okay, ja, nice. Cool. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall auch schon den Bogen. Pfeile haben wir auch. Jetzt weiß ich nicht, ob es Sinn macht, sich noch mehr herzustellen. Keine Pläne. Und das hier haben sie auch noch nicht erledigt irgendwie, wie ich gerade sehe. Fauli, Fauli seid ihr. Haben wir noch ein Buch? Wir haben noch ein Buch. Liest es mal. Gut. Was kann ich hier reinschmeißen? Ich habe ja Angst. Hier ist verdorbenes Essen drin, das kann raus. Ich habe ja Angst, dass... die mir dann hier irgendwie alles klauen oder so. Ich weiß halt jetzt auch nicht, ob ich dann lieber alles zu mir ins Inventar tun sollte. Oder halt eben nicht. Keine Ahnung. Jetzt wird es auch dunkel. Da bin ich ja mal wirklich echt gespannt, was uns da morgen so erwartet. Und vor allem, weil die Hiopais ja die Waffe wieder weggetan haben. Und zwar in den Holzfällerplatz, ne? Das heißt, ich hole die jetzt mal wieder raus, weil das nervt. Und dann gebe ich ihnen die wieder. So, bleib mal bitte stehen, mein Guterle. I'm working. I'm working, ja. Macht mir nichts aus. Wo ist der Ander? Hallo? Wo bist denn schon wieder hier? Oh, der ist irgendwo da oben. Dann mal schnell hin zu ihm. Was macht er denn? Ach so, er holt sich Pilze. Kriegst du noch deine Axt hier wieder? Gut, dann gehen wir pennen.
Und Leute, ich glaube, ihr wisst, was jetzt kommt. Denke ich. Nachdem ich mich hier so ganz gemütlich in mein Zelt gelegt habe zum Schlafen, werde ich den Part natürlich an der Stelle beenden. Und zwar wieder mit einem Cliffhanger. Naja, ihr freut euch bestimmt dann schon auf das Video von morgen. Ich bin gespannt, was diese Banditen mit uns machen werden. Und in diesem Sinne einen schönen Abend, bis morgen und gute Nacht.